Das ist mein Fernseher. Und das hier bin ich und ich starte in diesem Moment ein spannendes Live-Experiment. Ich werde sehen, wie viele Tage ich vollkommen ohne Privatfernsehen auskommen kann. Das heißt, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist okay, aber wer guckt das schon? So, ich habe extra meine Fernbedienung mit ein paar Zetteln markiert. Halt, Stopp steht hier ganz groß drauf. Und ich werde in diesem Moment den Fernseher ausschalten und versuchen, so lange wie möglich keine Privatsender mehr zu gucken. Es ist Tag 1, wir haben Dienstag und mir ist langweilig. So, wir haben es Super-Nanny-Tag, Mittwoch. Ich bin verhältnismäßig extrem ausgeschlafen. Ich habe gestern ausnahmsweise oder zwangsläufig kein Two and a Half Men und Big Bang Theory geguckt. Das heißt, ich habe ausnahmsweise einmal 8 Stunden anstatt 3 Stunden geschlafen und jetzt starte ich mit einem ausgeruhten Gehirn in den Tag. So, ich komme gerade frisch aus der Schule, es war extrem deprimierend für mich. Heute war ich der komplette Außenseiter. Meine ganze Klasse hat über den Comedy-Dienstag auf ProSieben diskutiert und ich konnte natürlich nicht mitreden. Ja, alles hat eine Kehrseite. Ich denke aber, dass damit lässt sich leben, die nächsten paar Jahre. So, es ist inzwischen schon etwas später und ich habe mich jetzt vor lauter Langeweile mal hier an die Zeitung gesetzt und mir ein kleines Kreuzworträtsel rausgesucht. Hier. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu lösen. Papstname. Englisches Bier. Ich kann Ihnen sagen, wie viel der Kandidat bei Schlacht den Raab gewinnen kann. Oder was Tine Wittler renoviert, aber gemahlenes Korn? Jurist? Also, da finde ich ja die Rätsel bei RTL ein bisschen anspruchsloser. Das ist ja... Ja gut, ich habe mein Vorhaben abgesagt und werde jetzt gucken, ob ich irgendwas anderes mache. Ja, wir haben es jetzt Donnerstag. Es ist der dritte Tag meines Experiments und langsam stellen sich irgendwie die Folgen ein von meinem Verzicht auf das Privatfernsehen. Irgendwie fühle ich mich gar nicht, ich fühle mich nicht mehr so erhaben, seit ich diese ganzen Vormittagssendungen auf RTL und so und nicht mehr gucke. Auch das Model und der Freak, fühle ich mich irgendwie, ja, man kann fast sagen, so ein bisschen dümmlich. Ich denke nicht mehr, dass ich besonderer bin als die Leute im Fernsehen. Ich denke einfach, dass man fühlt sich irgendwie nicht so besonders, ja. Ich habe jetzt eben aus lauter Langeweile, ich kam von der Schule, hatte noch viel Zeit, habe ich mal bei diesen Öffentlich-Rechtlichen doch mal reingeguckt. Und ich habe mir mal ein bisschen das Programm angeguckt. Das ist gar nicht so verschieden, habe ich festgestellt. Die haben auch sowas wie GZSZ, das nennen die Sturm der Liebe, SDL. Und das ist aber, für mich hat das ehrlich gesagt keine Zukunft, weil die verwenden zu viele Nebensätze. Also ich hatte meine Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und danach um 16 Uhr kam das, glaube ich, da kam, die haben das Tagesschau genannt. Das ist sowas ähnliches wie Punkt 12, bloß halt, dass es um 16 Uhr ist. Ja, ansonsten, die haben nicht ganz so spannende Themen, also da sollten die sich nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen, was der Zuschauer gerne sehen möchte. Und ja, also ich sag mal, das Programm lässt sich jetzt angucken, allerdings ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das muss ich jetzt sehen. Also, So, wir haben es Freitagabend. Ich gucke gerade Phoenix. Alle meine anderen Freunde haben sich getroffen, um ein Public Viewing vom neuen Sat.1-Film zu machen. Ich bin nicht dabei, aber na gut, das kann ich verkraften einmal. Und im Moment gucke ich Phoenix. Meine Eltern machen sich langsam Gedanken. Vater hat mich gerade eben ernsthaft angesprochen, ob ich homo-intellektuell wäre. Das ist schon irgendwie interessant, wie dieser Verzicht dann sich auswirkt, auch auf die Umwelt. Wie gesagt, im Moment gucke ich halt so eine Geschichtsdokumentation auf Phoenix. Wir haben es gerade halb 9 und ich warte irgendwie schon die ganze Zeit auf eine Pinkelpause.
Irgendwie haben die anscheinend keine Werbepausen. Das habe ich auch gestern bemerkt. Ich muss tierisch auf Klo. So, wir haben es jetzt gerade Samstag. Es ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Tag meines Live-Experiments. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Und ja, im Moment gucke ich gerade jetzt, frag doch mal die Maus, Samstagabend. Das ist so eine Spielshow im Ersten. Ich wollte eigentlich erst Phoenix gucken, aber dann, die haben anscheinend sowas wie Sendeschluss. Das nennen nicht Sendeschluss, sondern Bundestagssitzung. Und ja, das ist aber das Gleiche. Also es wird ständig das Gleiche immer wieder wiederholt. Und ja, irgendwann langweilt es mich dann und deswegen habe ich umgeschaltet. Ja, die anderen habe ich über Facebook erfahren, gucken Supertalent, aber darauf verzichte ich noch. Und ja, die zeigen gerade irgendwas über Haie und extrem. Moment. Ah, Mensch. Ja, du, ich habe gerade, ja, ich nehme gerade meinen Beitrag auf. Also mein heutiges Tagebuch, ja, was Bescheid. Nein, natürlich gucke ich kein Supertalent. Wusstest du, die machen gerade was über Haie, wusstest du, dass Haie die ganze Zeit schwimmen müssen, um zu überleben? Wie? Gut. Supertalent zieht sich an, außer da ziehen sich doch ständig Leute aus. Ich meine, hier, da lernst du wirklich was. Wie? Da ziehen sich 10 aus. Ja, das ist wirklich interessant hier. Du würdest echt unterhalten werden. Wie, jetzt sind 20? Nee, ja, gut, hier, Captain Blau wäre also wirklich interessant. Ja, Herr Bohlen hat wieder einen super lustigen Spruch gehört, ja. Aber das ist wirklich, also das würde dich auch interessieren, also, ja, das, ja, also ich komme noch super damit zurecht, was das hier zu gucken und, ja. So, ich gucke gerade jetzt ist vorbei. Ich habe gerade Tagesschau geguckt. Langsam freue ich mich damit wirklich an. Das ist besser als jeder Katastrophenfilm auf RTL. Also, was da berichtet wird jeden Tag, und das ist ja auch noch jeden Tag. Also, die haben da wirklich eine wirklich sehr intelligente und kreative Redaktion. Auch die benutzen ja viele Fremdwörter. Inzwischen fühle ich mich wirklich intelligent. Ich habe so das Gefühl, ich lerne was. Ja, so ein Kreuzworträtsel könnte ich inzwischen auch so innerhalb von 2 Stunden lösen. Und durch die Fremdwörter und so, man versteht sie zwar nicht, aber man kann wenigstens sie irgendwann mal einwerfen. Funktioniert auch bei meinen Freunden und ja. Heute habe ich endlich meinen Augenarzttermin abgemacht. Der wird mich untersuchen wegen meiner eckigen Augen und da bin ich mal gespannt, was passiert. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, vielleicht lässt sich da was machen. Ich hoffe doch und ja. Wir haben es jetzt gerade mitten in der Nacht. Es ist Montagmorgen oder Sonntagabend, ich weiß es nicht. Und ich halte es selber nicht mehr aus. Ich bin von Albträumen gequält. Ich muss das Experiment abbrechen, das geht einfach nicht mehr. Ich muss jetzt einfach... Ich kann einfach nicht mehr. Es ist eine psychische Belastung auf die Dauer und ich muss jetzt einfach... Ich muss den Fernseher einfach anmachen. Das ist dann... Ich mach morgen. Wir sehen uns morgen. So, ihr habt es gesehen, das Experiment ist vorbei. Nach 7 Tagen haben meine niederen Instinkte über meinen Drang nach Intelligenz gesiegt und mich dazu verleitet, wieder den Fernseher einzuschalten und Privatfernsehen zu gucken. Ich denke, aus diesem Ergebnis können wir alle eine Lehre ziehen.